Hey Clash, der Trend geht aktuell dahin, Wurzelreiter häufiger einfach mal wegzulassen und nur mit Valkyren anzugreifen. Mauern sollen weiterhin keine Probleme darstellen, denn wir haben sowohl Mauerbrecher mit dabei, als aber auch Sprung und auch den Erdbebenzauber. Ausrüstungstechnisch sieht das Ganze auch relativ simpel aus auf dem Barbarenkönig, die El Classico-Kombination auf der Bogenschützenkönigin und hierbei, falls erst oder einer sich jetzt denkt, oh mein Gott, ich habe den Pfeil nicht auf dem höchsten Level, keine Angst, wichtig erstmal natürlich ist, dass ihr den allgemein nur habt, denn es geht primär dabei um Unsichtbarkeitstürme, sodass ihr die früh auslösen könnt, denn ihr wollt bei dieser Strategie wirklich absolut immer die Baracke als Belagerungsmaschine spielen, also nicht den Lock-Launcher zum Beispiel, und ihr habt keinen Wurzelzauber mit dabei, das heißt, Unsichtbarkeitstürme können ansonsten ein großes Problem werden. Die wollt ihr also früh auslösen. Wächter auch komplett Standard, das heißt Unbesiegbarkeit plus die Heilung und Gladiatoren, wenn ihr bereits die Möglichkeit habt, Schweinereiterpuppe plus die Eilflasche. Und ich würde sagen, ich springe erstmal ein paar Angriffe und zeige euch ganz genau, wie das Ganze funktioniert, denn Valkyren sind aktuell wesentlich stärker, als man meint, und Wurzelreiter braucht man häufig noch nicht mal. Falls ihr den Pfeil bereits auf Level 18 haben solltet, könnt ihr mit der Kombination aus dem Pfeil und eben den Erdbebenzaubern zum Beispiel auch Zaubertürme im Zentrum rausnehmen. Ich werde das jetzt hier nicht machen, weil ich weiß, dass vielleicht nicht alle hier unbedingt diesen Pfeil auf Level 18 haben. Aber wie bereits gesagt, das sind einfach die beiden Nutzmöglichkeiten. In unserem Fall hier haben wir keinen Unsichtbarkeitsturm, das heißt, der Pfeil ist hier eher so nebensächlich. Wie gehen wir das Ganze an? Ich würde behaupten, dass wir einfach von der, ja, gerade aus Fernseite das Ganze angehen. Das bedeutet zeitgleich erstmal natürlich die richtige Blasmaschine auswählen. Die ist immer, wird immer genutzt. Und dann Abfahrt. Das bedeutet, wir starten hier mit ein paar Valkyren. Natürlich hier mit der Baracke. Die Königin kann hier oben mit dazu. Und dann geht es jetzt hier mit den restlichen Valkyren dann und den Wächter und so weiter rein. Natürlich auch die Druiden. Alles mit dazu. Ein Headhunter hier mit dabei. Und dann geht's ab, schwuppdiwupp, in die Base rein. Weiteren Druiden hier mit dazu bei der Königin. Hier nutzen wir jetzt auch gleich die Fähigkeit, sodass die Heiler darauf bespornen werden. Und jetzt schauen wir mal, wo die Mauber hier hingehen. Weitere Valkyren auch noch hier mit dazu. Und jetzt können wir auch mit den Superbahnen nach und nach helfen. Und vor allem eben schauen, dass wir hier Königin, rechts, links, absolut alles unterstützen. Wächterfähigkeit im Zentrum. Sieht wunderbar aus. Und dann können wir jetzt ja auch schon mal den Erdbebenzauber schmeißen. Zack, zack, zack. Königin. Ich glaube, die nutzt jetzt auch mit dem Sprungzauber hier. Das heißt Frostzauber. Weitere Superbarbaren außen mit dazu, sodass hier alles unterstützt wird. Frostzauber hier unten mit dazu. Gladiatorin. Ich glaube, die spielen wir einfach unten hier mit dabei. Weiterer Wutzauber hier hinterm Radhaus. König wird gezündet und ihr seht, die Wurzelreiter sind zwar nett und so weiter und Mauern lassen die relativ schwach aussehen, aber ihr braucht sie gar nicht unbedingt. Und das ist das Verrückte. Valkyren sind so viel stärker, als viele gemeint haben, mich eingeschlossen. Ich fand, Valkyren waren immer, boah, der absolut, das ist das Schlechteste so ungefähr, was man spielen konnte. Weil sie haben mit nichts wirklich zusammen gut harmoniert. Und Supercell hat sie gebufft, verbessert nochmal, dann wieder nochmal ein neues Level obendrauf, dann wieder verbessert, dann nochmal ein neues Level. Und irgendwann sind wir jetzt zu diesem Stand gekommen, dass Valkyren einfach selbst alleine auf sich gestellt, komischerweise eine der stärksten Truppen im kompletten Spiel sind. Und ihr seht hier, das Dorf hat absolut keine Chance. Wir haben einfach nur alles rechts reingeprügelt und we're good to go. Und wie bereits gesagt, ihr könnt das Ganze noch aufs nächste Level heben, wenn ihr eben zum Beispiel mit dem Riesenpfeil versucht, Zaubertürme rauszusnipen. Könnt ihr machen. Aber wichtig vor allem ist halt der in der Legende, wenn diese Strategie in der Legende benutzt, ist er eben dafür, Unsichtbarkeitstürme auszulösen. Wenn ihr im Clankick angreift, könnt ihr an sich benutzen, was immer ihr möchtet oder was immer ihr gelevelt habt. Frostpfeil geht auf jeden Fall als Option zum Beispiel auch gut mit dazu. Aber das war nur der erste Angriff. Vielleicht liege ich ja falsch. Ich würde sagen, wir schauen uns noch weitere Angriffe an und gucken, ob denn wirklich die Valkyren so stark sind. Damit die zweite Runde und dieses Mal haben wir eben genau das, was ich euch gerade sagen wollte mit diesen Unsichtbarkeitstürmen. Die halt eben sonst sehr, 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 sehr nervig sind. Das heißt, lass uns überlegen, wie wir das am besten jetzt hier einigermaßen umgehen, das Ganze. Erste Option ist auf jeden Fall, dass wir den Pfeil einmal von hier links nach oben schießen, damit wird der Unsichtbarkeitsturm ausgelöst. Ich würde natürlich gerne beide auslösen, aber ich glaube, das wird hier ziemlich schwierig. Deswegen mache ich einfach das, wie gerade gesagt. Das heißt, kommt die Königin einmal hier, zack, mit dazu. Und damit lösen wir den aus. Oben schieben wir jetzt hier den. Und ihr seht, damit das Ganze ausgelöst. Ein paar Valkyren hier schon mal mit dazu. Und dann springen wir früh den Sprungzauber. Und dann gehen wir hier schwuppdiwupp rein. Und machen natürlich im Zentrum dann den Erdbebenzauber hier, um alles zu öffnen. Und damit würde ich behaupten, Abfahrt. Let's go. Valkyren. Olé. Giftzauber hier mit dabei. Und dann wird hier einfach alles reingeknallt. So, als nächstes außen natürlich aufgepasst, dass hier meine Truppen weiter gut reinkommen.
Seine Wächterfähigkeit hier kann auch nicht schaden. Frost. Und Super Urban, die wollte er einfach benutzen, um aus eben zu unterstützen. Und schauen eben, dass er einigermaßen gut vorbei und durchkommt. Frostzauber brauchen wir denn hier? Ich nutze ihn einfach mal. Im Zentrum jetzt ist eine unsichtbare Sturm eben losgegangen. Ich bin der Meinung, es sollte immer noch klar gehen. Wir haben noch einen weiteren Wutzauber hier am Start. Das heißt, einmal kurz hier benutzt. Und wir haben ja noch die Valkyrie, die haben wir bisher noch gar nicht gesetzt. Oben die Super Minions, da könnt ihr auch was anderes benutzen. Für mich persönlich hat das bisher am besten funktioniert, auf jeden Fall, muss ich sagen. Von daher, ja, ist das auf jeden Fall hier der Grund, weswegen ich die jetzt hier auch weiter benutze. Superbahn werden einfach als Unterstützung außen genutzt, um halt eben nach und nach die äußeren Truppen mit zu unterstützen. Super Lakaien haben diesmal hier leider nicht so viel gebracht. Wir haben auch die Gladiatoren immer noch. Die Heiler sind noch mit dabei, schaut euch das an, wir haben noch so viele Valkyren, die hier noch am Start sind. Es ist einfach nur Valkyren. Es ist an sich sehr, sehr komisch, dass Valkyren aktuell so stark sind. Und ich finde es auch irgendwie sehr ironisch, dass man halt eben so den kompletten Fokus auf die Wurzelreiter gelegt hat. Obwohl man hier sieht, die braucht man eigentlich gar nicht. Und versuche ich jetzt hier die Gladiatoren am Ende? Ja, komm, war komm. Einfach nur halt eben, um zu zeigen, wie stumpf das eigentlich ist. Es ist schon wirklich verrückt. Viele haben gesagt, immer Wurzelreiter sind das große Problem. Ihr seht, vielleicht liegt das Problem doch bei den Valkyren. Die sind schon sehr, sehr, sehr sehr stumpf, muss man einfach sagen. Sie wurden so häufig verbessert und ich kann euch nur empfehlen, Leute, vor allem für Leute, die vielleicht eben nicht auf Rados 15 und Rados 16 sind, die eben keine Wurzelreiter haben. Das Ganze klappt für euch für Rados 14 und niedriger auch, Leute. Das ist das Gleiche. Ihr habt die gleichen Ausrüstungen dort zur Verfügung. Droiden könnt ihr, wenn ihr unter Rados 14 seid, einfach weglassen. Das ist dann auch kein absoluter Weltuntergang. Ist hier an sich einfach nur ganz nett, um noch mehr Power zu haben ab Rados 14. Aber ja, es ist verrückt. Und ich würde sagen, deswegen gehen wir rein in den nächsten Angriff. Und damit sind wir wieder direkt drinnen. Keine Unsichtbarkeitstürme, das ist wiederum gut für uns auf jeden Fall. Der Adler ist sehr, sehr weit hier auf der Rathausseite, aber ich glaube, es sollte kein Problem sein. Zumindest nicht allzu sehr. Wir können hier auf jeden Fall schon mit dem Pfeil, glaube ich, ganz guten Winkel machen oder Winkel anlegen, um den Minenwerfer und sowas noch mit rauszubekommen. Nimmt man mit, denke ich mal. Ansonsten, ich überlege gerade, einfach durch die Mitte und durch. Ich würde es gerne mal testen, ob wir wirklich einfach nur komplett Augen zu und durch, ob das einigermaßen funktioniert. Das heißt, lass uns das funktionieren. Lass uns das probieren, so. Das heißt, ich hoffe, dass es vom Winkel her passt. Wunderbar, passt, okay. Dann stehen wir natürlich hier ein paar Superbahnen mit dazu, um alles in die richtige Richtung zu drücken. So. Hier die Valkyren mit dazu. Headhunter mit dabei. Dann nutzen wir erstmal den Sprungzauber. Königin brechen wir einmal rein. Erster Wutzauber, gleich die Wächterfähigkeit jetzt. Einmal hier kurz begegnische Klarburg, wunderbar. Erdbebenzauber hier mit dazu, um zum Rathaus zu kommen. Sollte hoffentlich passen. Oh, Gleithund können wir schon mal direkt mit dazu spielen. Königin ist hier noch guter Dinge unten, wunderbar. Die können wir noch unterstützen. Wir haben noch alles Mögliche dabei an Superlakaien, an Superbarbar. Nee, Superlakaien, also auf der linken Seite Superbarbaren sind hier noch unten mit am Start, die wir benutzen können zur Unterstützung. König kurz gezündet, um Richtung Rathaus zu kommen. Wir haben noch jede Menge Zauber, um hier alles zu unterstützen. Und das Dorf ist schon wieder tot. Das Dorf ist schon wieder tot. Ich sag euch, Valkyren sind aktuell die stärkste Truppe in Clash of Clans. Und dass ich das auch nur in Erwägung ziehe zu sagen, schockiert mich selber. Weil wer mich schon länger verfolgt, weiß, ich war der größte und bin der größte Valkyren-Hasser dieser Welt. Nicht wegen Stärke oder ähnlichem, sondern einfach, weil ich weiß nicht. Die Truppe ist halt stark, weil sie zu viel Power hat. Nicht, weil sie gut mit anderen Sachen synergiert oder ich weiß nicht was. Deswegen, das ist so der Grund, weswegen ich einfach nicht so der Fan von dieser Truppe, vom Design und sowas bin. Aber einfach powertechnisch, das ist verrückt. Ich meine, diesmal haben wir jetzt keine Gladiatoren gestrikt, aber wieder vier Zauberkapazität so ungefähr. Das heißt, es ist verrückt. Das bedeutet, diese Strategie funktioniert auf so ziemlich jeder Radarstufe. Probiert sie aus, wenn ihr eben eine stumpfe Strategie haben wollt. Ich sehe immer wieder Leute, die sich aktuell fragen, zu 3 Sterne für mich aktuell sind vielleicht nicht ganz so einfach. Was für eine Strategie empfiehlst du? Tada, diese Strategie ist einfach nur absurd, absurd stark. Und wenn ihr bestimmte Teile dieser Strategie noch nicht habt auf eurer Rathausstufe, wenn ihr zum Beispiel Rathaus 13 seid, die Droiden also nicht habt, lasst sie einfach weg. Ihr habt eh weniger Truppenkapazität, das heißt, sie können eh einfach weggelassen werden. Wenn ihr auf Rathaus 15 seid, beziehungsweise Rathaus 14 in diesem Fall, dann habt ihr Wurzelreiter zum Beispiel auch nicht. Aber die braucht man auch gar nicht. Wir haben es gesehen. Die braucht man irgendwie überhaupt gar nicht. Wir haben Sprung, Mauerbrecher, Erdbebenzauber. Das reicht vollkommen, um überall durchzukommen. Von daher, ja, probiert es gerne aus. Viele haben nach einer einfachen Strategie gefragt. Ich hoffe, dass ich auf jeden Fall hier euch ein bisschen etwas zeigen konnte. Ansonsten natürlich immer vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder zurück zum nächsten Clash-Video. Bis dann rein. Ich wünsche euch was und natürlich
Tschö, tschö.